heute nach langer Zeit mal wieder ein Come-on-Arms-Video. Hier ist gleich Action. Ist das ein Hacker? Weil jetzt hier Headshot war darum. Nice gemacht von Kompasei. Pasei. To Towers, meine Lieblingsmap. Und auch mit meinen Lieblingswaffen gerade unterwegs. Die 36E und hier der TRG 41. Habe ich beide für permanent. Da und darum habe ich sie genommen. Ich wollte jetzt nicht irgendwie großartig neue Waffen kaufen. Yo, und es gibt ja irgendwie eine neue Waffe im Shop. Das ist mir gerade aufgefallen. Muss ich irgendwie auch mal noch kaufen und dann mal gucken, wie die ist. Review kann man nicht unbedingt erwarten, weil ich habe ja nicht mehr so viele Spiele. Boah, Tab feuern kann ich auch nicht mehr. Oh, da hat jemand die Dingens hier, P90, über die ich mal ein Video gemacht habe. Jo. Also, auf jeden Fall dann anscheinend ein Deutscher. Multikill. Komm. Ah, schade. So. Noch 15 Schuss in der Waffe, nehme ich mal lieber die Sniper und gucken, was ich da eine andere Waffe hier so für Nahkampf bekomme. SMG oder AR. Assault Rifle. So, da wird hier irgendwie kräftig geballert, damit ich nicht wo. Da unten war da gerade jemand. Der schießt auf mich, hat mich auch gesehen. Also vielleicht bekomme ich den noch irgendwie mit der Schnipper. Da. Oh, zu früh. Zu früh gequickscoped. Komm her, 15 Schuss, ah, wunderbar. Noch 10 Schuss drin, okay, okay. Und der Waffe habe ich noch. Nachladen, noch 5 dann wahrscheinlich, ja, jo. Auf dem Turm hockt erstmal keiner. Jo, da. Leiche. Nein! Oh, was denn das? Headshot? Ich hab's noch gar nicht gesehen. Ach, das sind die tollen Come-on-Arms. Texturen oder wie auch immer. Die haben ja hier dann zum Teil halt wirklich Ecken, wo man halt durchschießen kann. Das gibt's halt in anderen Shootern nicht. Bisschen schlecht programmiert. Oder es ist Holz und durch Holz kann man glaube ich auch manchmal durchschießen, aber es ist irgendwie ein bisschen random im Come-on-Arms. Also nicht so wirklich gut gemacht. Huch. Ah, von hinten mit der Schritz. Ah. Voll durchs Genick, Wettner. So, aber unser Team liegt doch recht gut vorne. Eigentlich ist ja immer so, dass das Bravo-Team vorne liegt, aber meistens auch nur, weil die Elite-Moderatoren dann immer auf die Seite Bravo gehen, weil man dann da besser Elite absorben kann auf der Alpha-Seite. Also wenn man auf der Bravo ist und dann zur Alpha möchte. Jo, genau, so rum. Dann geht das besser, aber eigentlich, hey, bin ich doch auch. Nee, da. So. Hatte gerade einen kleinen Denkfehler drin, aber es ist schon richtig, was ich davor gesagt habe. So, da ist noch jemand drin und von oben ist kommt auch noch einer. Multikill. War da noch einer? Der ist schon tot anscheinend. So. So, hier kommt gerade keiner. Kann ich mal hier schnell hintersprinten. Okay, Waffe ist vollgeladen. Hier liegen mal Minen rum, ne? Unschöne Sache. Hier wird hart geballert. Habe ich gerade die Schretze gehört wieder? Der Mann mit der Schretze. Komm, 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 gib mir den Kill. Yo, nice. So langsam komme ich wieder so ein bisschen rein, merke ich gerade, aber. Ich müsste es halt irgendwie doch schon mal hart 3 Stunden zocken, um irgendwie annähernd gut spielen zu können. Nach unten gehüpft, oder? Da oben drauf zu sitzen. Ist auch geil. Oh, das war lucky. Multikill mit wenig HP. Ah, schade, das wäre fast ein Ultra. Ah, Headshot. Mit der Schretze. Uiuiui. Aber 12 zu 4, naja. Gegen so einen Gegner ist es auch nicht so was Besonderes, aber immerhin. Ne? War's schon. Könnte auch viel schlimmer sein. Könnte auch viel schlimmer sein. Aber Fraps läuft relativ rein, merkt ihr das? Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Liegt wahrscheinlich daran, dass ich jetzt einen neuen PC habe und die Festplatte nochmal komplett gereinigt und gesäubert habe. So. Und hier keine Enemies. Aber da kommt einer hoch. Tab feuern, los, komm. Alter, 3 Gegner und ich habe keinen einzigen Kill bekommen.
Ist aber so schlecht. Da geht auf jeden Fall... Oh! Oh Gott sei Dank, eine Verbündete. Oh, schade. Das war zu viel des Guten. 12-5. Der nächste hat auch schon 12-5. Wenn ich Erster bleiben will, muss ich jetzt mal ein bisschen hinmachen. Ja. Da muss ich jetzt mal Gas geben. Huch. Ja. Irgendwo ist da was. Oder wer? Aber ich weiß auch nicht wo. Wollen wir mal aufs Dach aufhüppen. So. Dieser komische Silberpommes da, der irgendwo rumcampen muss die ganze Zeit. Das ist so noobig. Ja, sowieso, das kann ich mich so richtig aufregen. Das machen so viele und das ist irgendwie... Naja. Wenn er meint... Oh, da... ich könnte jetzt kicken. Das ist eine gute Überlegung. Das ist auf jeden Fall eine Überlegung, wer... Ach, das ist verbündet, ne? Ich mach's einfach mal. Ich bin mal so fies, ja? Wäre ich bestimmt hart gehatet im Video von euch. Aber no, haben eh 12 gestimmt. Ich bin einer von zwei, die yes sagen. Aber hey, komm. Hier ist ein geiler Platz zum Campen. Ja, aber eigentlich für einen Sniper. Hey. Auf dieses Bild. Da war wieder die Schretzenfrau. Ich glaube, die hat einen Hack. Wie würdest du die nicht so oft treffen, oder? Also mit einer Schretze so gut treffen, das ist schon krass. Das war ja schon wieder fast ein Hitter hier. Der hat einen Sniper. Ah, schade. Ich hatte noch geschafft zu wechseln. 13 zu 7. Naja, Platz 2 ist auch besser als Platz 3. Immer positiv denken hier. So. Mal gucken. Unser Team ist halt doch ein gutes Stückchen vorne. So. Da haben wir wieder unseren... Ui, da ist er voll in die Mine gerannt. Da haben wir wieder irgendjemand, der mich voll abknallen wollte, aber ich habe überlebt mit 2 Points. Mir so krass, Alter. Jo, cool. Hallo. Oh, wie killen wollen wir heute mir denn noch vor der Nase wegsauen? Alter Falter. Ja, es war ein Verbündeter. Ach ja. Schade. Naja, hat ihm noch 2 Hitpoints. 13 zu 8. Ich habe jetzt bestimmt 3 Minuten lang keinen Kill mehr gemacht. Alter. Sag ich so, ja, jetzt musst du da mal richtig ranhauen hier. Ersten Platz beibehalten. Und dann? Dritter und kein Kill mehr gemacht. Hey, so spielt man Combat Arms. Ja. So. Wow. Oh, ey, komm, das ist jetzt wirklich schon hackig hier. Spellforce. Alter. Wenn ich jetzt eine Elite, würde ich kicken. Ja, so sieht's aus. Also so viel Skill auf einmal mit dem Level und so viele Headshots mit der Schretze. Guckt euch das doch mal oben an, hier Spellforce. Das geht nicht mit rechten Dingen zu, sage ich euch, Leute. Das geht da nicht mit rechten Dingen zu. Naja, es gibt so viele Kecker in Combat Arms. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Seltenheit, dass da jetzt mal jemand hackt. Das ist richtig nervig. Ach ja. Naja. Das ist halt so, guck mal, abends gibt es so viele Kiddies und alle hinten sehen. Oh, ist so nubig. Ja, guck an. Wieso bin ich jetzt so schnell bei dem Typ, von dem Typen gestorben? Warum? Das ist... wenn ich wetten könnte, weiß nicht, 50% ist vielleicht ein bisschen hart oder viel, aber es könnte vielleicht hinkommen. Ach, geht doch. Ich dachte schon, der snipe mich jetzt gleich. 50% Hacker? Naja, ich würde mal gerne wissen, was ihr so denkt, wie viel Prozent der Command Arms Spieler halt auf normalen Public Server so durchschnittlich hacken. Das ist echt nervig. Und dann ist irgendwie wieder die Schretzenfrau. Da oben auf dem Turm ist auch noch einer. Das war ein bisschen verzögerter Kill. Irgendwie leckt mein Internet gerade. Das könnte gut sein. Warum auch immer. Leicht verzögert. Leichte Lecks. Komm hier, Platz 2 ist noch drin. Aber jetzt mal Hoppy Floppy. Wo seid ihr, Enemies? Ich catch euch tot hier, ey. Hier komme ich, der Mann mit der G36E. Okay, auf dem Turm ist niemand. Okay. Ich habe bestimmt gleich gebackreaped hart. Da ist wieder unser Headshotter, der durch alles durchschießen kann.
Jo. Jo. Jo, 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 jo. Kill. Kill for the win. Da ist die Schretzensfrau mit dem Heck. Kommt gleich und ordnet mich mit dem Headshot von hinten. Double kill. Yeah, und da kommt noch einer. Nein! Money! Nein! Schade! In Common Arms ist es halt so, das ist meine Meinung, man kriegt halt sehr leicht einen Headshot. Egal, irgendwie, wenn man halt so in die Kopfregion schießt, dann sitzt da der Header wirklich richtig leicht und das ist halt schwer, weil man kriegt halt als normaler Spieler ungefähr so eine 20%ige Headshot-Rate, wenn man richtig okay, gut drauf, oh, Internet leckt wieder, oder das ist Common Arms, das leckt, was auch immer. Und wenn dann ein Hacker halt irgendwie so 40% oder 50% Headshots hat, das fällt dann halt nicht so auf. Muss halt da irgendwie gut drauf achten. Aber nicht nur daher kann man sehen, ob irgendjemand hackt, sondern auch allgemein, wie er sich so verhält und wie viele Schüsse treffen, so halt. Wenn man so weiß, was... Oh, da unten ist wieder der Silberpommes, der da wahnsinnig an der Leiter campt, also an der Leiter. Ja, und da rumsniped wie so ein Wilder, dass man ihn nicht sieht. Aber er trotzdem schießen kann. Ach ja, diese ganzen Glitches. Ich glaube, man darf auch da gar nicht glitchen, wenn man das so meldet und so. Ist ja da zu sehen, ja. Boah, geil! Boah, das war ein epiker Kill. Ein epiker Kill. Ein epic Kill. So, jetzt wollen wir mal hier gucken. Ich würde mal gerne wissen, was die Batterie ist, was auch immer. Bin mal gespannt, was ich bekomme. Und das Rad dreht sich. Komm, jetzt hier Batterie. Batterie, 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 Batterie. Na, noch ein Stück, noch ein Stück. Na, sieht nicht gut aus, sieht nicht gut aus. Schade. Aber ich bekomme jetzt hier bestimmt so einen Trigger, 30%. Yeah, congratulations, Trigger Type E, 30%, ein Item. Und ich würde sagen, das war's erstmal von dem Command Arms Video. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.